Wahrscheinlich. Ach, da. Ach, hier sind wir. Gut. Ich sollte hier mal Licht anmachen. Hier müssen wir mit Sicherheit. Nein, müssen wir bestimmt nicht. Wieder zurück. Ich will einfach nicht wieder dann zurück. Schon gar nicht nach oben. Nee, hier muss ich gar nicht lang. Aha, aha. Go to the choir and find the rest. So ein Altarraum? Aber ich war auf der anderen Seite noch gar nicht. Nur mal so, by the way. Wir können im Altarraum gefunden werden. Aber ich war doch hier noch gar nicht. Der ist doch auch offen. Öl. Ja, immerhin. Ach, shit. Ach, ja, genau. Hier sind zwei Räume. Wir machen mal eine Kerze an. Oder eine Fackel oder was auch immer hier an der Wand hängt. Ah, Laudanum, super. Und ein Zettel. Ist hier nicht wenigstens ein bisschen Öl? Hier ist eine Kerze, machen wir mal die Kerze an. Kerze an. Merci. So. Das ist die... oder? Agrippa beeinflusst Weyer. Weyer verspottet mich von der anderen Seite. Ich vertraute ihm den wahren Grund meiner Anstrengungen an. Und dennoch besteht er darauf, dass ich Agrippa freilasse. Wie ein aufgeklärter und mächtiger Mann so wenig Mitgefühl zeigen kann, widert mich an. Ich kann mich nicht von Agrippa trennen. Er ist schon seit Jahrhunderten meine einzige Verbindung zu den jenseitigen Welten. Weyer behauptet, er versuche sein Bestes, um mich aus meiner Verbannung zu befreien. Ich müsse ihm aber zuerst Agrippa geben, damit er auch helfen kann. Wenn er mir den Erfolg garantieren könnte, würde ich ihm gerne den Gefallen tun. Aber ich kann mich unmöglich von ihm trennen, wenn er mir meine Rückkehr verweigern wird. Ich weiß, wozu sie fähig sind. Ich habe ihren Schwindel gesehen. Optimismus ist ein hoffnungsloses Gefühl, aber ich darf ihn nicht verlieren. Ich muss seine Befreiung vorbereiten. Okay, jetzt geht noch weiter. Weyer sagte mir, dass ich Agrippa befreien könnte, ohne ihn zu töten, indem ich ihm ein Tonikum als Lähmungsmittel... Lähmungsmittel? Ach, als Lähmungsmittel, Lebensessenz und Tamter verabreiche. Die giftigen Pilze sollten eine lähmende Wirkung haben. Dazu muss ich die innere Drüse eines großen Exemplares finden. Der Altarraum scheint für diese Sorte fruchtbarer Boden zu sein. Dann könnte ich seinen Inhalt mit dem entsprechenden Werkzeug extrahieren. Die Lebensessenz könnte... Lebensessenz, hallo? Deutsche Sprache? Okay, alles gut. Die Lebensessenz könnte wie gewöhnlich aus dem Blut jedes beliebigen gequält... Leute, der Text ist so geil. Die Lebensessenz könnte wie gewöhnlich aus dem Blut jedes beliebigen gequälten menschlichen Opfers gewonnen werden. Ja, warum denn auch nicht? Ich brauche nur eine große Menge, um es richtig zu destillieren. Ich muss daran denken, es bei der nächsten Folter zu gewinnen. Tamter hingegen dürfte etwas schwieriger sein. Ich glaube nicht, dass es in dieser Welt existiert. Schon alleine das Schreiben des Wortes mit diesen Buchstaben erscheint mir... mit diesen Buchstaben erscheint mir... falsch. Ich glaube, es ist Bestandteil des Sekrets des wasserbewohnenden Kernk. Ich muss mit Weyer darüber sprechen. Er muss mir einen Wirt zur Verfügung stellen. Auch eine gut präparierte Quelle sollte genug davon enthalten. Okay, jetzt wissen wir zumindest... jetzt wissen wir zumindest, wofür dieser Dreck hier gut ist. Das war dann wohl der Kränk, den wir da unten gefüttert haben. Nichts. Zünderbüchse. Ich hätte zwar lieber Öl, aber Zünderbüchse. Komm, lass hier Öl drinne sein. Eine Erinnerung. Ist es eine Erinnerung, wo man Öl finden kann? Wahrscheinlich nicht. Bei Hofe wirft man sich im Orden des Schwarzen Adlers gegenseitig seine politischen Vorschläge zu. Während ich ruhig da sitze, absichtlich vergessen. Ab und zu werde ich von einigen bemerkt, und sie senken schweigend ihren Kopf, bis sie sich wieder den Diskussionen zuwenden. Sie alle wissen, ich bin der Alexander, der ihren Vätern und Großvätern half, diesen Orden zu gründen. Ich habe gesehen, wie sie die Plätze ihrer Väter eingenommen haben, und auch sie werden älter und dahinscheiden, während ich derselbe bleibe. Nicht durch die Zeitgealter, sondern durch Qualen. Ach, du ahnst es nicht. Also,
Vaya wollte Alexander oder Alexander helfen, zurück in diese Welt zu kehren. Aber dafür sollte Alexander Vaya helfen, an Agrippa ranzukommen. Klingt komisch. Ist aber so. Und wir stecken anscheinend mittendrin. Gut, wofür ist jetzt... Nee, diese Tür. Ich darf kein... Oh. Okay. Die Angst überkam ihn erneut. Er griff nochmals nach der leeren Flasche Laudanum. In seiner Frustration warf er sie gegen den Bettpfosten. Der Raum sieht auch nicht viel schöner aus. Aber zumindest war in den Räumen eben nichts. Türen auf beiden Seiten. Ein Zettel. Auch nicht wieder lesen, oder? Was? 15th August 1839. The blood wards are failing. The shadow beckons, and its cry disarms my actions. WTF! No time to spare. You have to kill another. Alexander produces a knife. He wants me to cut the flesh. Yes. Do it. Save yourself. He is a murderer, Daniel. He is evil. A cold-blooded killer. Hurry! Ich soll den... Alexander, you must let me be. I have to concentrate. The man, cut the lines, cut the flesh, watch the blood spill, let it come. Was? Ey, fickt euch, ich bring den Typen nicht um. Was? Ich kann überhaupt gar nichts machen. Ich kann weder das Licht anmachen, noch... Ich kann nicht springen, ich kann mich nicht ducken. Na super. Ich muss den Typen umbringen. Oh Gott. Oh, 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 oh. I didn't do anything. Ah, super. Paint the man, cut the lines. Paint the man, cut the lines. Leave the man cries. Now you see. I did well. One life for another. You hear me, guardian of the orb? I did all this for you. Now, once more, withdraw your shadow from my domain. Und, na, super. Anscheinend nur eine Erinnerung von früher. Na toll. Darf ich wieder rausgehen? Alexander, there isn't much time. I can feel it. We must act swiftly. I will do whatever it takes. Oh, wir hätten auch noch einen Hammer benutzen können. Oder hier, was ist das? Ein Stecheisen oder ein Schraubenzieher? Nee, es sieht aus wie ein Stecheisen. Ein Hammer, ein Stecheisen. Ja, warum auch nicht? Bestimmt ganz spaßig. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, was dürfen wir hier drin machen? Noch einen Menschen töten, wa? Was ist das? Ey. Das ist kleiner. Ey, wenn wir gleich ein Tier umbringen sollen, ein Hund oder sowas, dann fickt euch. Dann breche ich den Scheiß hier ab. Los, hol die Zünderbüchse. So.
Nein, hier ist anscheinend nichts. Nee, das ist nicht kleiner, weil es für ein Tier ist, sondern... Gehen wir einfach wieder raus. Mein Gott, was ist das dort? Ah! Der hängt da ja! Ich wollte gerade sagen, was ist das Bunte denn da? Oh ja. Da hängen mehrere. Okay. Das Spiel zeigt gerade so ein bisschen seine kranke Seite. Naja, auch die muss es geben. An diesem Tag starb etwas in ihm. Zu sehen, wie sich dieser Mann davon machte, war mehr als sein Verstand ertragen konnte. What are my intentions, Daniel? Salvation. It used to be yours, but now you only seek misplaced revenge. How do you justify your violence? Is it for the greater good? Are you doing the world a service? It is you who caused all this pain and death. If you had accepted your fate and submitted to the orb when you first discovered it, none of this would have happened. It is curiosity in league with your selfishness that is killing us both. Ja, ja, du mich auch. Was ist das hier? Zünderbüchsen. Eine Zelle oder sowas. Was ist das? Müssen wir hier überhaupt hin? Was ist das? Ah, oh fuck! Alter! Oh! Ich habe mir gerade sowas von das Knie am Tisch gestoßen. Leute, einen Moment, ich bin gleich wieder zugegen. Ich muss mir gerade ganz kurz den Kopf abstützen. So. Leck mich am Arsch. Oh, jetzt dröhnt nicht nur sein Schädel, jetzt dröhnt auch mein Schädel. Oh. Obwohl, ich muss das Spiel loben. Das war ein klasse Effekt. Den ich absolut nicht erwartet hätte. Oh. Aber was muss ich hier genau machen? Hier ist Blut, ja. Mementos. Ach so, ich muss diese komischen Ingredienzien finden. Die restlichen Kugelstücke können im Altarraum gefunden werden. Ah ja, dem muss ich ja noch diese Nachricht geben. Okay. Also anscheinend
Zünderbüchse. Was ist das hier? Ist das dieser Pilz, von dem geredet wurde? Keine Ahnung. Gehen wir mal wieder zurück. Ich habe noch... Ich habe kaum mehr Öl. Das Öl, das wird hier so rar. Aber warum war ich jetzt hier? Das war doch nicht nur für diesen Schockeffekt hier, oder? Ich meine, was habe ich hier denn gefunden? Nichts, Zünderbüchsen. Das kann nicht sein, dass das alles ist. Hier muss es irgendetwas geben. Blut. Nein. Nichts. Obwohl, ich glaube, wir fallen gleich in Ohnmacht. Daniel geht's absolut nicht gut. Und mir mittlerweile auch nicht mehr. Woran das wohl liegen kann. Naja. Ja, Leute, wobei, ich habe sowieso gerade so ein bisschen die Schnauze voll. Ich würde sagen, ich mache hier, was heißt einen kleinen Schnitt? Nö, ich höre auf für heute. Ich finde, ich habe genug gespielt und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Also bis dann, Leute. Adieu und ich bin weg.